Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map Version 1.6 ohne Gräben. Ja, wir sind eigentlich immer noch am Maishäckseln. Hier das mit dem Aufschieben, das ist ja, läuft ja irgendwie nicht so optimal. Ich habe auch zu große Trailer, um das hier immer, dass er das überhaupt schaffen würde. Aber der Cosplay-Kurs macht es ja nicht mehr richtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon zu viel drin habe. Es gibt ja wohl auch immer mal Probleme mit Cosplay, mit dem Aufschieben, wenn ein Silo schon zu voll ist. Aber ich schiebe jetzt erstmal selber auf. Schauen wir mal. Ich meine, es ist ja noch nicht wirklich voll hier, das Silo, ne? Und wir sind noch lange nicht fertig mit dem Häckseln. Die andere Nummer, ne? Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig, kann ich verstehen, aber irgendwas müssen wir ja machen. Irgendwie ist das hier ätzend, dass der Cosplay-Kurs hier nicht mehr funktioniert. Jetzt so die Erfüllung ist. Erstmal die Sachen, die hier vor dem Silo liegen, erstmal so weit wie möglich wegkriegen.
hier liegt ja alles voll mit Häckselgut. Dann will ich mal gucken. Vielleicht funktioniert dann auch der Cosplay-Kurs wieder besser. Ich meine, dann hätte ich mir den Fendt nicht kaufen müssen. Ich dachte ja, dass es vielleicht hier an dem hier liegt. Der zweite, ja, liegt außerhalb. So. Gucken wir mal, was er jetzt macht. So. Läuft das hier oder läuft das nicht? Darüber. Ach, was habe ich den denn eingestellt? Was soll denn machen? Auch schön. Aha, okay. Ja. Okay, Xerien durchdrehende Reifen, das sollte sich hoffentlich eigentlich von selbst bessern. So, jetzt seht ihr auch gleich eine Neuigkeit. Und zwar, wenn ich jetzt zwischen den Fahrzeugen umschalte, sitze ich automatisch drin. Das will ich eigentlich gar nicht. Da muss ich mal gucken, wie ich das ändern kann. Aber, wenn ich mich jetzt umsehe, schaut ihr. Haben wir jetzt Head-Tracking. Hier vor meinem Computer bewege ich damit auch die Kamera. Wenn ich nach oben gucke und nach unten gucke, zur Seite. Ich sitze tatsächlich fest. Da müssen wir mal gucken, ob wir ihm dann mit dem Fendt da ein bisschen helfen können. Vielleicht lasse ich ihn dann auch gleich durch den Fendt wirklich aufschieben weiter. Mit der Zwillingsbereifung, das könnte ja... gewöhnungsbedürftig. Also ich muss mal eben hier so Allrad aktivieren und so.
Ja, jetzt bleibt das Schild auch unten. Er schüttet auf. Ja, das muss ich nochmal gucken, wie ich das denn einstellen kann. Hier kann ich jetzt noch nicht abfahren. So, etwas zu hoch, finde ich. Den schauen wir jetzt mal hier hinten irgendwo hin. Erstmal. Entschuldigung. Serion hat schon wieder durchdrehende Reifen. Nicht mehr. So. Und wir häckseln. So, und jetzt kommen wir hier wieder an die Strecke, wo wir ständig Unterbrüche haben. Was ja voll ätzend ist. Aber nützt ja nichts. Ja, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, dann bedanke ich mich bei euch und würde mich über ein Like oder einen Kommentar freuen oder ein Abo. Ja, hier haben wir es wieder. Er meint, er wird durch ein Objekt blockiert.
So. Ja. Das muss ich auch nochmal ändern, wie gesagt, dass ich nicht immer ins Fahrzeug direkt springe. Und, besucht mich bei Facebook, Frisium13 heiße ich da, oder auf meiner Website frisium13.de. Und, ja. Würde mich freuen, wenn ihr morgen Montag wieder einschaltet zur nächsten Folge. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao.